In der ebenen Geometrie beschreibt der Satz von van Obel eine Beziehung zwischen den Quadraten, die über den Seiten eines Vierecks konstruiert wurden. Der Satz besagt, dass die beiden Strecken zwischen den Mittelpunkten gegenüberliegender Quadrate gleich lang und zueinander rechtwinklig sind, anders ausgedrückt. Die Mittelpunkte der vier Quadrate sind die Ecken eines orthodiagonalen Vierecks mit gleich langen Diagonalen. Der Satz ist benannt nach Henri van Obel, von 1830 bis 1906, einem Mathematiklehrer am Athenäum, Gymnasium, in Antwerpen, der ihn 1878 veröffentlichte. Der Satz gilt auch für die nach innen konstruierten Quadrate auf den Viereckseiten. Zu beachten ist, dass das Viereck nicht konvex sein muss. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.